das ist ja eigentlich viel super, wenn man sich ergänzt, wenn beide was können, wo ist der Fehler? Ja, aber beeindruckt das Männer, dass sie es kann? Oder zum Teil. Es gibt genug Männer, die was sich ja irgendwie Angst macht. Genau. Dass sie dann selber schlecht empfindet. Eben. Die kennt sie besser aus vielleicht, ja, oder? Weil die fühlen sich ans Bein gepinkelt. Weil an und für sich sind ja sie die Chefs, ne? Sind aber komplex, leider Männer. Ja. Ja, es ist ja so. Warum sollte ich schlecht fühlen, wenn sie besser? Vor allem, wenn denken nicht besser sein. Ja. Wenn die sich auskennen beim Reparieren, dann kannst du sagen, du Schatzl, mach du das, leg mich dabei hin auf die Couch und fährst ja unten mit meinem Bier. Und schau mal, Papa, da kann ich auch. Und du reparierst das Auto, ja? Du mal kurz die Reifen wechseln. Wer ist in der Regel geschickter, glaubt ihr? Oder glaubst du, Bruno, beim Heimwerken? Es gibt viel geschickte Frauen, aber in der Summe gesehen sind es Frauen. Die Frage ist nur, ist das eine Frage der Gene? Also ist das, weißt du, die Burschen, die Kleinen, wenn die auf die Welt kommen, kommen sie erstmal als Mann zur Welt und dann lernen sie das auch von Papa und dann interessieren sie sich auch viel mehr für die Bilderbücher und für die Spielzeuge, wo man halt einfach was zusammenpasst und wo die Mädels die Puppen frisieren, geschickt weiter. Ja, na, da, die Kinder werden schon eingetrennt irgendwo. Weil es ist eben so, ein Burg hat den Menschen gesagt, ein Babelpuppen kommt zum Tiertel, das wird irgendwo vorgehen. Oder früher halt, dass der Mann halt die Tiere gejagt hat und die Frau zu Hause das Fell abgezogen hat. Ja, bei mir ist es hängen geblieben, wie du heute einen Bogen schießt.